little piece of the fuzzy. Jo Leute, was geht? Euer Praxagon hier und natürlich ein weiteres Video für euch. Heute mit einem Unboxing von dem Spiel Call of Duty Black Ops 3. Ja, wer hat's erwartet? Ich habe jetzt auch Black Ops 3. So, und jetzt packen wir mal das Teil hier aus, den Schrott hier. Und es ist mein erstes Nicht-Let's Play, muss ich auch mal so sagen. Wo ist denn der Anfang, Alter? Kennt ihr diese Scheiße, wenn da so ein Streifen ist? Hier seht ihr den Streifen, diesen technischen Streifen. Ja. Ist scheiße auch, scheiße egal irgendwie einfach, aber die Scheiße geht einfach nicht auf. Okay, ist offen. Hier noch hier öffnen die Scheiße. Wer hat den Scheiß hier erfunden, Digga? Gebt euch das. Ich bekomm's einfach nicht. Okay, jetzt ist es offen. Hier ist das gute Stück. Öffnen wir das mal. Hier, also hier ist irgendwie, ja, Season Pass, irgendwelche Werbung. Fick auf den. Hier in Nuketown die Bonus Multiplayer Map, Alter. Sie bekommen nur die Vorbesteller, glaube ich. Und halt auch die, die es online kaufen, was weiß ich. Und hier noch so, was heißt Gründe, warum man PlayStation Plus kaufen sollte. Bin ich schon. Und hier ist das gute Stück. Gibt euch das Teil. Es werden vielleicht jetzt ein paar Hater hier unter dem unter diesem Video schreiben. Ja, ey, Black Ops 3, scheiße. Was willst du damit? Alles Schrott. Black Ops 3, scheiße, ist alles Schrott, Digga. Aber ich sage, Shooter, Shooter, ich werde es spielen. Ich werde mich selbst davon überzeugen, wenn ich scheiße finde, dann finde ich es halt auch scheiße. Was ich aber nicht so denke, weil ich weiß, ich bin halt voll der Shooter-Gamer und alles. Und ja, ich brauche wieder einen neuen Shooter. Battlefield 4 und Hardline werden immer noch einer der besten Shooter bleiben, vor allem Battlefield 4, muss ich sagen, ist wirklich einer der besten Shooter, die ich bis jetzt gespielt habe und immer noch spiele, also 2 Jahre schon draußen, 2013 war der Release von Battlefield 4 und es spielen noch immer noch viele und es wird immer noch Support. Jo Leute, nochmal ganz kurz, ich habe eine Wette mit einem Kumpel, sein Kanal heißt O-Mega, man spricht Omega aus, nicht Omega, sondern Omega. Ich verlinke euch ihn mal in der Beschreibung. Also wenn ich 200 Abonnenten habe, habe ich die Wette gewonnen. Wenn er 150 Abonnenten hat, hat er gewonnen. Natürlich gibt es auch eine Bestrafung. Und die Bestrafung ist, entweder, also der Gewinner darf dann von seiner Kontaktliste irgendjemanden aussuchen. Und wir werden das natürlich auch aufnehmen. Von der Kontaktliste irgendetwas aussuchen und sagen, ja, ruf den an und sag dies und das. Beziehungsweise, man kann auch irgendwo anrufen, keine Ahnung, Hotel oder irgendwas. Anrufen, man muss halt bestimmte Dinge sagen und da irgendwas. Also der Gewinner darf entscheiden, wen er anruft und was er sagen muss und welche Wörter er gesagt haben muss oder was auch ist. Ich was weiß. Ist schon so peinliche Dinge halt. Und ja, Leute, was gibt's noch zu sagen? Dankeschön, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr Unboxing sehen wollt. Ich weiß, da war jetzt nicht viel dabei, aber wenn ihr Unboxing sehen wollt, dann werde ich vielleicht auch mal die Deluxe Edition von Black Ops 3 kaufen oder sowas. Oder also halt jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich schon das Ding gekauft. Aber irgendwann anders werde ich dann halt mal irgendwas anderes kaufen. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da. Haut rein. Ciao.